Hi Leute, diesmal möchte ich ein JLPT1-Kabel bauen. Das wäre die Belegung vom Mainboard, da fehlt ein Pin. Aber der Pin 1, das ist der auf der anderen Seite. Jetzt habe ich mal geschaut, so ein IDE-Kabel hat eigentlich im Prinzip die gleichen Pins. Und der Pin 1, der rote, der entspricht hier dem vorderen Pin 1. So habe ich den roten hier auf Pin 1 von so einem LPT-Kabel gelegt, das hier so einen Stecker hat, der dann in mein Gerät passt. Hier steht Scanner drauf, so mein Scannerkabel. Aber ich habe so ein Chip-Programmer, wo ich LPT1 brauche. Jetzt ist so, dass Pin 1 hier wohl Pin 1 hier ist. Hier ist Pin 1, hier ist Pin 1, genau. Pin 1 hier ist Pin 1 von da, da ist Pin 1. Der Pin 2 ist daneben, aber der Pin 2 von dem Kabel, die S1 runter, die S-Pin Pin 15. Pin 3 hier, der ist dann der Pin 2. Das heißt, 1 ist 1, 2 ist 15, 3 ist 2, 4 ist 16, 5 ist und so weiter. Also immer zickzack, zickzack, immer in zickzack. Jetzt habe ich die Pins alle ausgemessen, alle hier verlötet. Und jetzt muss ich noch jeden einzelnen Draht hier isolieren, weil so machen die einen Kurzschluss, so wie ich die verlötet habe. Dann machen die einen Kurzschluss. Das heißt, ich isoliere jetzt jeden einzelnen Draht hier. Alle Drähte isolieren da. Und wenn ich die isoliert habe, dann kann ich nochmal Klebeband über das Ganze machen und dann das hier ins Mainboard stecken und dann hoffe ich mal, wenn ich hier den Programmer anstecke, dass es funktioniert. Weil ich habe ewig viel rumgesucht. Ich habe keinen einzigen LPT1-Dings da gefunden und auch Computerladen hier hat keinen und das ist doof. Also man soll sich USB-Gerät kaufen und das LPT1-Gerät wegschmeißen. Also ja, gut. Mag ich aber jetzt nicht, weil ich dafür echt viel Geld bezahlt habe für den Programmer damals. Und ich möchte ihn betreiben an neuen PC am liebsten. So, jetzt sind die 25 Drähte hier isoliert. Jetzt können wir nur hoffen, dass es soweit stimmt. Mache ich dann noch ein Klebeband drüber oder teste ich es mal? Ich würde sagen, ich teste es erstmal. Die hier lasse ich mal offen. Die sind dann eh nicht belegt. Jetzt stecke ich das mal in mein Board dann an und teste, ob der Chip-Programmer funktioniert. Bin ich gespannt, ob der dann geht, wenn ich ihn da anstecke und dann Strom anstecke und das hier ins Mainboard stecke mit Pin 1 auf den Pin 1, ob das dann geht. So, die Software, die geht wohl doch nur unter Windows XP. Ich habe hier Windows XP hier. Also ich habe extra jetzt einen Computer aufgebaut mit Windows XP, weil ich kann Windows XP auf einem neuen PC gar nicht mehr installieren, das geht nicht. Das sagt Windows XP, dass es kein richtiges, kein formelles BIOS hat. Daher geht es mal auf dem neuen PC, nicht auf dem alten PC geht's. Ich tue gerade die zwei EEPROMs löschen. Den einen EEPROM, den habe ich hier schon gelöscht. Der andere EEPROM hier, der hat hier bei Adresse bei 59D7, ab 59D7 hat da hier FE. Ich tue mal nochmal auslesen. Also ich stecke die mal nochmal rein. Dann mal lesen, und zwar der liest den hier zweimal, einmal bei VCC Min, bei minimaler Spannung, bei maximaler Spannung, dann sagt er hier, dass der nicht leer ist. Nur noch zwei Adressen hat er da, nur noch zwei Adressen. Okay, dann mal den wieder löschen ein bisschen, also das dauert so 15-20 Minuten dauert das schon. Und hat dann VC-Röhre, bis der gelöscht ist. Da bitte nicht hinschauen, sonst kann man sich die Augen verblitzen. Und auch das Licht nicht auf die Augen scheinen lassen und so. Jo, jetzt haben wir dann nur noch zwei. Hier, genau zwei. Ach ja, ich habe mal hier einen EEPROM. Und zwar einen ganz komischen. Also auch einen 27C256. Den stecke ich mal rein und da ist Software drauf. Ich tue den mal lesen, reinstecken und lesen. Lesen, der lässt sich lesen. Der liest dreimal. Bauteil lesen fertig und dann schauen wir mal an, was da so drin ist. Und zwar hier im Editor. Und zwar, das ist scheinbar ein Drucker-EEPROM. Da ist nämlich was drin. Und es lässt sich fehlerfrei lesen. Und irgendwo steht da auch was.
Irgendwo steht da auch was. Irgendwo habe ich da auch was gesehen mal. Schauen wir mal, was da drauf ist. Ah, hier steht Grafikprinting. Das SWI5 Grafikprinting. Condensed. Also da steht wirklich Text drin in dem EEPROM. Dann hier. This is the first line. This is the line. The paper is too long for CS. F. Data dump und so weiter. Also das ist wohl ein Drucker-EEPROM. Das war in einem Drucker drin. Ja. Das kann man dann auch irgendwann mal löschen. Das da könnte ich auch löschen. Also noch ist es nicht gelöscht. Noch ist da sehr viel drauf hier. Und wenn ich Leertest mache, dann schlägt der gleich viel. Das ist nicht leer. Ich könnte es auch löschen. Ich habe das nämlich gespeichert hier. Warte, bei Laden hier. Unbekanntes Drucker. EEPROM bin. Ich habe die Kenwood TS44S und die Kenwood TS auf ein 256, also quasi dupliziert, wenn ich das auf einen größeren EEPROM drauf mache. Weil ein größeres kann ich ja einbauen, ein kleineres nicht. Dann kann ich das da jetzt auch noch löschen. So, schauen wir mal. Das da ist jetzt schon komplett gelöscht. Das brauche ich, glaube ich, nicht mehr mit UV-Licht bescheinen. Machen wir mal Leertest. Leertest. Ja, das ist leer. Ich kann auch die Taste drücken hier. Dann macht er nochmal Leertest. Das ist leer. Genau, ich kann jetzt Leertest machen. Das ist auch ein NM 27C256. Der ist leer. Okay. Gut. Dann testen wir mal das da jetzt. Das dürfte jetzt mittlerweile auch jetzt schon langsam gelöscht sein. Schauen wir mal, ob das schon leer ist. Machen wir da mal Leertest. Ah, da ist noch was drin. Hier, Adresse, da ist noch was drin. Ich kann mal lesen. Ist es noch nicht ganz gelöscht? Wir hatten, glaube ich, zwei Adressen. Okay. Eine Adresse noch. Eine einzige Adresse hier, die von FE. Ist. Also die eine mal löschen. Wir können jetzt mal das Drucker-EEPROM mal gucken. Aber das muss ich doch 15-20 Minuten sowas da dran lassen an der Lampe. Das wird noch nicht mal einen Fehler haben, schätze ich. Lesen, mal schauen. Ich habe es ja gesichert, das Drucker-EEPROM den Inhalt. Daher kann ich es löschen. Ja, das ist noch heilig. Das ist noch heilig. Gut, dann tun wir das Drucker-EEPROM auch mal löschen. Hier muss UV-Licht drauf. UVC-Licht und dann werden diese Speicherzellen hier entladen durchs UVC-Licht. Ja, und durchs UVC-Licht kann man die Bausteine dann löschen. Okay, ich lasse den noch löschen. Da ist noch eine einzige Speicherzelle noch nicht ganz gelöscht. Mal sauber machen, das Fensterchen nochmal drauf. Okay, ich gehe jetzt aber woanders hin. Dann lasse ich die beiden noch löschen hier. Den da und den da lasse ich noch löschen. Dann gehe ich aber woanders hin. Oder ich lege die mal so her. Und den so. Okay. Und dann gehe ich woanders hin, weil ich muss nicht da reinschauen besser und nicht so nah da dran bleiben. Ich lasse die jetzt erstmal in Ruhe löschen. Okay, ich bin fertig. Also der und der und der. Der Drucker-EEPROM ist auch gelöscht. Wenn ich hier Leertest mache, sagt die mir, der EEPROM ist leer. Dann nehme ich mit ihm raus, durch den rein hier. Das ist der, der in dem Drucker, glaube ich, war. Der ist auch leer. Genau, der ist auch leer. Und hier ist der erste, den ich gelöscht habe. Der ist jetzt auch leer. Oder? Genau, der ist auch leer. Also, alle drei sind leer. Der Test bestanden. Das ist ein 27C256. Das ist auch ein. Das ist ein 512, das ist auch ein 256er. Der andere 256er ist ja auch leer, haben wir gesagt. Genau, der ist auch leer. Ja. Und der 512er. Da muss ich mal nochmal auf Bauteilauswahl. Dann tun wir mal die ganzen 512 checken von dem.
Bauteilauswahl nicht 256, sondern 5112, genau, 27C512, und machen wir auch nochmal Leertest, die ganzen 64 Kilobyte und die sind leer. Okay, das EEPROM funktioniert auch, super. Okay, ich kann mit der EEPROM lesen und beschreiben, ja, das ist toll.